So Leute, es gibt Neuigkeiten zu Lumix, allem voran zur Lumix S9, die hat nämlich ordentlich Firmware-Updates bekommen. Dann gibt es ein neues Objektiv, das war ja schon angekündigt, aber ist jetzt vorgestellt worden, nämlich das 1840, das ihr hier auf der Lumix S9 schon seht. Es macht die ganze Kamera nochmal deutlich kleiner und kompakter, so beim Mitnehmen. Ist auf jeden Fall ganz interessant, kommen wir gleich noch dazu. Dann hat auch die S5 II und S5 IIX nochmal beim Firmware-Update was spendiert bekommen. Die G9 II hat auch nochmal Firmware-Updates bekommen. Und wir haben sogar noch eine neue Kamera jetzt, nämlich die Lumix S5D. Und ihr wisst jetzt sicherlich auch, dass Lumix mich und meinen Kanal unterstützt und ich dadurch einfach ganz tolle Gelegenheiten bekomme, wie zum Beispiel die Fotoreise durch Japan, die ich euch auch hier irgendwo verlinke. Und genau deswegen ist eben dieses Video jetzt auch wieder mit Werbung hier oben gekennzeichnet. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Okay, wir kommen jetzt mal so in einer kleinen Reihenfolge der Spannung zu den einzelnen Themen, weil ich finde vor allem jetzt bei der S9 das wirklich sehr spannend, was sich da getan hat. Und ich habe hier so einen kleinen Spickzettel, da muss ich immer wieder mal drauf schauen, weil da sind schon ein paar coole neue Sachen dabei. Allen voran, es hat sich gelohnt zu meckern. Ich habe gemeckert, viele andere haben gemeckert, die Leute in den Kommentaren haben gemeckert und jetzt ist es soweit. Lumix hat das Recording-Zeitlimit bei der S9 komplett aufgehoben. Wir haben jetzt im Menü eine neue Möglichkeit, dass wir das Recording Limit eben deaktivieren können. Dann kriegen wir eine Warnung, dass die Kamera natürlich heiß werden kann. Ja, aber es bleibt uns jetzt überlassen, wie lange wir mit der S9 aufnehmen, beziehungsweise wie lange sie halt in gewissen Situationen durchhält. Und da bin ich mir sicher, der ein oder andere fragt sich jetzt, ja, wie lange hält sie denn durch? Die kleine winzige Kamera, also dieses winzige Gehäuse, mit 6K-Aufnahmen möglich, OpenGate, das kann ja nicht lang gut gehen. Zuerst mal habe ich das 3,8K OpenGate in MP4 Lite getestet, weil das ein Format ist, das ist zwar, glaube ich, wahrscheinlich am Anfang so ein bisschen belächelt worden mit den nur 50 Mbit, aber ich nutze es eigentlich sehr oft, mische es immer wieder unter die Videos mit drunter und ich glaube, bisher hat es auch keiner wirklich gemerkt. Also von dem her für mich eine super Anwendung. Natürlich auch wegen anderer Sachen wie dem Hybrid-Zoom, aber gut, das war ja alles im Video zur S9. Wenn euch das interessiert, werde ich euch jetzt auch nochmal verlinken. 3,8K, 30 Bilder pro Sekunde, habe ich die Kamera mal auf ein Stativ getan und einfach mal losfilmen lassen. Und ja, das Ergebnis war schon mal sehr, sehr ordentlich. Die Kamera ist einfach 2 Stunden und 6 Minuten durchgelaufen, bis der Akku leer war. Also das hätte ich schon mal nicht gedacht. Alle Tests sind natürlich bei aktuellen Raumtemperaturen im Herbst von, ich sag mal so ungefähr 21, 22 Grad abgelaufen, nur damit ihr da auch Bescheid wisst. Aber 2 Stunden, 6 Minuten hätte ich wirklich niemals gedacht, dass das kleine Gehäuse da durchhält. Nächster Test, was nutze ich als nächstes? Klar, das 6K OpenGate, das nutze ich auf der S5 IIX zum Beispiel am meisten. Da ist die Kamera dann 1 Stunde und 4 Minuten durchgelaufen und dann ist sie tatsächlich überhitzt und hat auch eine gewisse Zeit gebraucht, um abzukühlen. Ich hätte es niemals vermutet, dass sie 1 Stunde durchlaufen kann. Ich glaube, ihr versteht es sicherlich, das kann natürlich variieren. Habt ihr Sonneneinstrahlung, ist es heißer, ist die Luftfeuchtigkeit anders und. Aber jetzt hier bei herbstlichen 21 Grad und ja, hier im Studio hat mich das schon wirklich fasziniert, über 1 Stunde da rauszubekommen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, hey, ich habe da vielleicht noch einen kleinen Trick, wie wir die S9 einfach zu einer Mini S5 IIX umbauen können, und zwar ganz einfach mit so einem kleinen Lüfter hier. Ja, den habe ich dann mal hinten auf die Kamera drauf gemacht, auf die niedrigste Stufe den laufen lassen bei 6K OpenGate. Das Ergebnis war, dass die Kamera dann irgendwann fertig war, weil die Speicherkarte voll war. Ich glaube, das sind so ungefähr Stunde 20 rum gewesen. Also zusammenfassend, komplett überrascht, wie lange die läuft, ohne zu überhitzen. Weitere Updates, die mir super gut gefallen haben, ist, wir haben weitere Frame-Marker mit hier drinnen. Zum Beispiel, wenn man jetzt in OpenGate filmt und dann kann man sich so ein kleines Overlay machen für 16:9. Dann weiß man halt fürs Framing so ein bisschen besser Bescheid. Und da kann man jetzt einfach mehrere übereinander stapeln. Das ist gerade fürs Filmen mit OpenGate natürlich super, super praktisch, weil ich dann schon mal mein 16:9 und meinen 9:16 Marker reinmachen kann. Und dann kann ich halt mein Bild dementsprechend schon ein bisschen besser framen.
Nächstes Highlight, vor allem bei Lumix-Kameras, der Autofokus hat auch nochmal so ein paar Dinge extra bekommen. Der Autofokus von den aktuellen Lumix-Kameras ist ja schon wirklich top, aber wir haben jetzt hier bei der Erkennung noch mehr Sachen mit reinbekommen. Ja, also neben den Klassikern wie Augenautofokus bei Menschen und Tieren ist jetzt noch ein Autofokus drin für Autos, Züge, Motorräder und Flugzeuge und da jeweils sogar wieder auf spezielle Sachen, wenn man das möchte. Zum Beispiel, was ich super krass finde, man kann bei Motorradfahrern jetzt den Fokus so einstellen, dass er nicht nur aufs Motorrad fokussiert, sondern auf den Helm von dem Fahrer und das ist schon wirklich super krass. Ja, und zu guter Letzt bei der S9, die Lumix Lab App hat jetzt auch nochmal viele Features mehr bekommen. Wir haben jetzt den klassischen Fernauslöser mit drin. Was wir jetzt auch machen können, wir können die Kamera komplett über die Lumix Lab App steuern. Das Bild wird dahin übertragen. Wir können die ganzen Einstellungen vornehmen. Ja, dann habe ich ja schon die ganze Zeit rumgewedelt, jetzt mit der S9, wo das neue 1840 drauf ist. Und das ist jetzt natürlich cool, weil wir ein Zoom-Objektiv haben, das nochmal deutlich kleiner ist wie das bisherige 20-60-Kit-Objektiv. Das 20-60 hat natürlich auch seine Vorteile, ist vom Brennweitenbereich her für viele vielleicht noch ein bisschen besser und auch von der Lichtstärke her. Hier haben wir eben einen Zoom-Bereich von 18 mm im Weitwinkel, Ultraweitwinkel, bis hin zu 40 mm, was dann ja schon so der Standardbrennweite entspricht. Nicht umsonst hat Leica jetzt die Q mit 43 mm rausgebracht. Also das ist auf jeden Fall ein super interessanter Brennweitenbereich, den wir da jetzt drin haben. Vor allem für mich auch, weil ich schon 24 mm und 35 mm sehr oft nutze. Diese Kompaktheit ist natürlich auch ein bisschen maßgeblich, dass man jetzt nicht so super offenblendig was da reinbauen kann. Wir haben hier eine Anfangsblende von 4.5 bis 6.3. Und wenn wir uns die Kombination jetzt hier anschauen, finde ich, dass das Objektiv einfach perfekt auf diese Kamera passt. Wir haben jetzt hier einen coolen modernen Body, sage ich jetzt mal, für eine ganz bestimmte Zielgruppe, also auch das wieder im Hinterkopf behalten, weil da hat die S9 ja am Anfang auch so ein bisschen, ja, ich würde sagen, ein bisschen Hate abbekommen, ungerechtfertigterweise, weil einfach viele Leute nicht verstanden haben, für wen diese Kamera jetzt tatsächlich ist. Aber ich finde, gerade so als Alltagskamera zum Mitnehmen, einfach kurz umhängen und losziehen, ist die Kamera wirklich super. Ich nutze auch tatsächlich viel, viel mehr, als ich ursprünglich gedacht hätte. Dass wir jetzt hier so ein kleines, kompaktes Objektiv da drauf haben, ist natürlich perfekt, weil mir war das 20-60 immer irgendwie zu groß auf der Kamera und auch die Festbrennweiten auch ein Tick zu groß. Da würde ich tendenziell dann eher zu der Sigma I-Series greifen, das 35mm f2 zum Beispiel, klasse Objektiv. Und ja, das finde ich passt jetzt wirklich super gut. Man muss aber auch ehrlicherweise dazu sagen, ihr seht es hier oben vielleicht, da ist so ein kleiner Punkt. Die Zahlen gehen erst weiter vorne los. Also erinnert mich so ein bisschen an die Leica Delux, die neue. Man muss jetzt hier quasi erst das Objektiv ausfahren. Das heißt, das sind hier die 18 mm. Und dann tut sich eigentlich auch nichts mehr wirklich. Ja, ich denke, das muss man halt auch wissen, weil im Betrieb dann diese Kompaktheit teilweise wieder dahin ist. Aber trotzdem beim Mitnehmen super klein, leicht, finde ich, passt gut. Für viele sicherlich sehr interessantes Objektiv, vielleicht jetzt auch als Kit-Objektiv. Für mich sicherlich sehr interessant und auch alle, die zum Beispiel den 3,8K-Modus nutzen oder generell den Hybrid-Zoom auf der Kamera, weil damit kann man im Videomodus dann natürlich nochmal einiges mehr rausholen aus dem Zoom-Bereich. Und wenn ich mich nicht täusche, müssten das so 18 bis 60 mm oder knapp über 60 mm sein, die man dann im Hybrid-Zoom-Modus bei 3,8K rausbekommt und damit natürlich auch nochmal deutlich mehr Flexibilität im Alltag. Ja, dann hat aber nicht nur die S9 ein Update spendiert bekommen, sondern auch die S5 2X und die hat jetzt auch die Kompatibilität mit der Lumix Lab App bekommen, aber noch nicht in dem vollen Umfang wie die S9 aktuell oder zumindest mit der Vorab-Update-Version von der Lumix Lab App, die wir jetzt hatten. Man kann bisher den Funktionsumfang nutzen, den wir vorher bei der S9 hatten. Die S9 hat ja jetzt noch was on top bekommen. Aber das Live-Monitoring zum Beispiel, das ist jetzt aktuell scheinbar noch nicht da drin, aber
Ich denke, das ist eine Frage der Zeit, dann wird das auch kommen. Neu dazugekommen ist auch die Option, dass wir Wi-Fi mit 5 GHz hier aktivieren und damit natürlich eine schnellere Übertragung ans Smartphone bekommen. Wir haben einen sehr interessanten neuen Fotostil mit drin, nämlich das Leica Monochrome. Ja, und dann noch ein Update, da kann ich wirklich nichts dazu sagen, aber die S52X ist jetzt wohl kompatibel mit dem neuesten XLR-Griff, dem DMW XLR 2 von Panasonic. Ja, und die Updates, die die S5 II und S5 IIX jetzt bekommen haben, das sind im Wesentlichen auch die Updates, die jetzt bei der Lumix G9 II verfügbar sind. Ja, und dann hat Lumix einfach so nochmal eine neue Kamera vorgestellt, nämlich die Lumix S5D. Also die Kamera ist jetzt neu in dem S5 Lineup und ist preislich auf jeden Fall nochmal ein gutes Stück unter der S5 II und der S9 platziert. Selbst mit Kit-Objektiv, meine ich, ist die immer noch ein gutes Stück günstiger wie die S9, nur mit dem Body. Aber da könnt ihr selber schauen, weil natürlich die Preisentwicklung ist mal so, mal so. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall super spannend, was sie da so getan hat, sowohl bei der Firmware-Seite als auch bei dem neuen Objektiv zum Beispiel. Und wenn ihr euch für die Sachen interessiert, dann schaut mal in die Videobeschreibung, da werde ich euch natürlich alles verlinken, die Kameras, Objektive und so weiter. Und ja, ich finde es klasse zu sehen, wie Panasonic Lumix einfach mit der Update-Geschichte umgeht, weil gerade als langjähriger Sony-Shooter ist es halt schon so, dass man so zügige Updates mit vielen neuen Features gar nicht gewohnt ist, ehrlicherweise. Da würde ich mir auch wünschen, dass Sony mal irgendwie ein bisschen nachlegt. Aber ja, aus der Panasonic-Perspektive wirklich klasse, was da reingepackt wird, also auch mit welches Ausmaß diese Updates halt haben. Ich freue mich auf jeden Fall, was sich da getan hat und die Sachen jetzt zukünftig weiter auszutesten. Mich würde wie immer interessieren, was ihr davon haltet, also schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und ja, wenn euch dieser kleine Überblick zu den Neuheiten jetzt gefallen hat, Daumen hoch, Abo dalassen, teilt es auch gerne mit anderen Leuten und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus für heute. Ciao.